Und das alles autark. Kein Stromanschluss, kein Wasseranschluss, keine sanitären Einrichtungen, kein Campingplatz. Wie viel verbrauche ich über Nacht? Wie schlafe ich im Auto? Was brauche ich dafür? Alles, was damit zu tun hat an diesem Camping-Experiment, ist die Matratze auf jeden Fall schon mal recht passgenau. Eigentlich ist sie sogar total passgenau. Also nicht ganz so mein Fall. Da gefällt mir vom Grundsatz her der Stoff der Matratze eigentlich doch ganz gut. Ich schlag sie. Camping im Tesla Model Y. Ein Thema, was sehr, sehr viele Leute interessiert, denn der Markt dafür ist riesig. Es gibt maßgeschneiderte Matratzen, es gibt ganze Camping-Ausrüstungen für dieses Auto, es gibt den software-eigenen Camp-Modus. Also die Möglichkeiten, in diesem Auto zu schlafen, sind da und ich möchte das einmal testen. Hier ist Teil 2 von meinem Camping-Experiment. Ein Wochenende im Model Y, völlig autark, ohne Campingplatz, ohne Stromversorgung, ohne fließend Wasserversorgung, nix. Ganz auf mich allein gestellt, auf irgendwelchen Parkplätzen. Und heute fahren wir los. Ich habe jetzt Feierabend und wir fahren jetzt von Remagen, wo ich mich gerade befinde, einmal nach Bochum. In Bochum werde ich ein bisschen Zeit in der Therme verbringen, einfach nur, um das Wochenende gut zu starten. Und danach, nach dieser Therme, fahre ich dann zu meinem Übernachtungsort. Den habe ich noch nicht so 100% mir überlegt. Also es sollte auf jeden Fall nicht die Niederlande sein, wegen dem Verbot im Auto zu schlafen. Und Belgien schaffe ich heute wahrscheinlich nicht mehr. Deswegen wird es wahrscheinlich irgendwo Deutschland relativ grenznah sein. Dazu in diesem Video dann später mehr. Ich werde jetzt hier einmal den Trip von Trip A zurücksetzen, dass wir gucken können, wie viel habe ich auf dem gesamten Campingtrip, auf dem gesamten Wochenendtrip auch verbraucht, wo bin ich hingefahren, wie viele Kilometer habe ich geschrubbt und das alles jetzt hier in Teil 2. Wer die Vorbereitung auf diesen Trip noch nicht gesehen hat, einmal jetzt klicken auf den Teil 1, sich den anschauen und dann legen wir jetzt los und ich gucke mal, ob ich jetzt auf die Autobahn fahre oder erstmal ein bisschen Landstraße muss, keine Ahnung, auf jeden Fall geht's jetzt los. Wir haben übrigens heute Freitag, also vom Grundsatz her auch leider ein recht schlechter Tag, um überhaupt loszufahren. Freitagnachmittag, die Autobahn wird dementsprechend voll sein. Und ich habe auch schon so diesen ersten kleinen Dämpfer davon jetzt abbekommen, denn für meine 147 Kilometer, die ich fahren soll, brauche ich laut Navi 2 Stunden und 5 Minuten. Das heißt, ich werde irgendwo richtig saftig im Stau stehen und habe auch so auf der Vorausschau im Navi schon gesehen, dass da einige rote Flecken waren, wo ich gleich auf jeden Fall dann erstmal stehen werde. Tja, aber gut, das gehört dazu. Akku liegt jetzt bei 72%, ist also relativ voll. Ich komme mit 29% da unten an, ist kein Problem, denn da befindet sich auch direkt ein Supercharger, kann den dann auch dann einfach wieder aufladen. Und aber wie gesagt, diese ganzen Verbräuche, alles von jeder Fahrt und sowas, das wird in den kommenden Videos und hier dann auch aufgeschlüsselt für euch und nachvollziehbar, wie viel ich gefahren bin, was ich verbraucht habe und so. Das ist dann noch so ein kleiner, schöner Nebeneffekt. So, der erste Zwischenstopp ist jetzt endlich erreicht. Ich bin in Bochum und das war eine ganz schön lange Fahrt. Also ich bin, guck jetzt einfach mal auf meine Daten hier. Ich bin 149 Kilometer gefahren, also sagen wir mal 150 Kilometer. Habe 21 Kilowattstunden an Strom verbraucht bei einem Verbrauch von 140 Wattstunden den Kilometer. Das ist sehr, sehr, sehr niedrig. Lag aber auch einfach daran, dass ich in diese 150 Kilometer jetzt 2,5 Stunden gebraucht habe, weil nur Stau war, die ganze Zeit. Puh, naja, wir haben jetzt 16.46 Uhr. Ich gehe jetzt einmal in die Therme, im besten Falle für 4 Stunden, weil das ist die kleinste Kartengröße, die die haben. Und danach muss ich mir noch einen Schlafplatz suchen. Und ich denke mal, der wird auch nochmal so 100, 120 Kilometer entfernt sein. Das werden wir dann gleich sehen. Jetzt gehe ich mich aber erstmal entspannen und wir sehen uns jetzt gleich wieder dann auf dem Weg zum Schlafplatz. Therme und Sauna erledigt. Jetzt geht's ans Übernachtungsplatz suchen. So, ich würde sagen, wir machen mal ein kleines Status-Update. Wo geht's denn jetzt eigentlich weiter? Also, ich habe ja das
oder die Idee, ich möchte ja gerne nach Belgien fahren, ans Meer, obwohl das Wetter eigentlich total schlecht ist und windig und Regen, aber ich möchte trotzdem nach Belgien ans Meer. Und ich hatte mir jetzt überlegt, okay, von hier aus nach Belgien sind tatsächlich jetzt noch 4 Stunden Fahrt. Ist also doch etwas weit und vielleicht auch etwas zu weit, denn wir haben schon 19 Uhr. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, am Supercharger zu stehen. Ich stehe jetzt hier in Bochum am Ruhrpark am Supercharger und ich habe hier ein ganz nettes Fleckchen gefunden und zwar 10 Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt. Das Ding nennt sich Hombergen bei Nettetal. Ist ja ungefähr so Luftlinie 20 Kilometer von Venlo entfernt. Und dort gibt es einen oder gibt es sogar 2 oder 3 Seen, also mehrere Seen. Und dort gibt es einen Parkplatz direkt an diesem See. Sieht an sich erst einmal unspektakulär aus. Aber ich glaube, dieser Parkplatz könnte eigentlich bestens dafür geeignet sein, mal dort zu übernachten. Deswegen werde ich da gleich hinfahren. Wir fahren von hier aus exakt 1 Stunde dahin. Also es ist auf jeden Fall eine ganze Weile, die man noch da hingurken muss. Und da der nächste Supercharger von dort auch wieder erst fast 40 Kilometer entfernt ist, werde ich jetzt einmal voll tanken auf 100%, komplett vollladen, dann dahin fahren und dann habe ich auch noch genug Strom für die Nacht und für morgen früh. Das ist schon krass, man muss sich schon, also ich habe ja auch keinen Referenzwert, ne? Ich weiß ja gar nicht, wie viel Strom brauche ich überhaupt für heute Nacht? Wie viel Strom werde ich hier brauchen, für die Klima durchgängig laufen zu lassen? Für den Wächtermodus durchgängig laufen zu lassen? Die Kühlschränke, die ja noch hier drin sind und. Ich habe da ja gar keinen Referenzwert. Deswegen schätze ich einfach mal so grob, wenn ich jetzt 100% voll mache und er sagt mir jetzt, ich habe jetzt 43, ich würde mit 20 ankommen, also ich brauche ungefähr 25% bis, sagen wir mal, 30% je nach Fahrweise bis dahin. Ja gut, wenn ich mit 100 losfahre und komme mit 70% da an, soll ich die Nacht über safe sein. Aber ihr werdet es ja alles sehen, dann wie es wird mit der Nacht und sowas. Ich würde sagen, jetzt warten wir erstmal ab, bis vollgeladen ist. Ich gehe in der Zeit was essen und dann geht es gleich ab zum Schlafplatz. Und ich hoffe, wenn ich da jetzt hinfahre, dass sich das nicht als schlecht herausstellt, sondern es wirklich ein guter Schlafplatz ist. Denn wenn ich dann nochmal umplanen muss, je nachdem wann ich da bin, ich denke mal so gegen 9 heute Abend, und dann nochmal umplanen, das wird dann etwas kompliziert. Sehr interessante Beobachtung gerade und ihr seht es ja auch, die Sonne kracht mir ins Gesicht, wenn ich hier nicht diesen Dingens hätte, dann wäre es noch schlimmer. Ich fahre genau in die Sonne rein, also wirklich, die Sonne steht genau vor uns und das merkt natürlich auch der Autopilot. Ich habe ihn nämlich gerade angeschaltet und lasse mich hier einfach ganz entspannt zu meinem Übernachtungsort fahren. Allerdings merke ich, dass die Lenkbewegungen immer ruckartiger werden. Ich merke, dass die Geschwindigkeit reduziert ist. Er könnte hier deutlich schneller fahren, macht er aber nicht. Also man merkt auf jeden Fall, dass er etwas unsicher ist und vielleicht auch selbst eine Art eingeschränkte Sicht hat. Der Tesla hat ja vorne 3 Kameras, und also praktisch eine Weitwinkelkamera, eine normale und eine starke Zoomkamera nach vorne. Und er hat also genug Möglichkeiten zu sehen, aber wenn die natürlich auch genau geblendet werden und die Sonne schießt halt genau nur mal auf die Linsen jetzt drauf, muss man sagen, ist das Risiko natürlich schon groß, dass er es nicht mehr schafft zu navigieren bzw. zu fahren. Aber ich muss sagen, er macht vom Grundsatz her einen wirklich, wirklich guten Job. Dafür, dass die Sonne wirklich erbarmungslos vorne drauf knallt, navigiert er mich hier sicher durch die Gegend. Und da muss ich sagen, das ist wirklich Hut ab an Tesla. Mega gut gemacht. So, wir erreichen nun den Parkplatz, auf dem ich heute Nacht schlafen möchte. Der ist direkt an einem See, deswegen denke ich mal vom Grundsatz her schon mal ganz schön. Und ja, aber das sieht doch gut aus. Relativ ruhig hier, entspannt. Ich denke, da habe ich einen ganz guten Griff mitgemacht. Stelle ich mich hier hin und dann ja, schauen wir mal weiter.
Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt an meinem Ziel angekommen. Da steht der Tesla auf einem doch recht leeren Parkplatz, also schön ruhig auf jeden Fall für die Nacht und hier sollte mir keiner auf die Nerven gehen. Ich bin hier im Naturschutzgebiet Krickenberger Seen. Das ist, sagen wir mal, das sind mehrere Seen irgendwie beieinander und ich stehe halt hier an einem Parkplatz direkt bei diesen Seen. Hier auf dem Parkplatz befindet sich auch das Informationszentrum, also hier ist tagsüber wahrscheinlich doch einiges los. Und ja, ich nutze jetzt die Gelegenheit, habe jetzt meine Handtücher von der Therme noch einmal auf das Auto gelegt, um die noch ein bisschen zu trocknen. Ich will nicht, dass das heute Nacht so muffig im Auto riecht. Und ich denke, ich werde jetzt mal, solange die Sonne jetzt gerade untergeht, denn es ist aktuell trocken und warm, mal so ein bisschen hier lang gehen, diese Seen mal erkunden, vielleicht auch mal kurz die Drohne steigen lassen und einfach mal schauen, wo ich mich hier so befinde. Zur Nacht und zur Planung jetzt von dem Ganzen. Erstens mal ein guter Punkt, denn ich habe gesehen, diese Parkplätze hier sind leicht abschüssig und vielleicht werde ich sogar nochmal umparken auf diese Seite hier. Das heißt, die Parkplätze haben ein leichtes Gefälle. Bedeutet also, du liegst im Tesla, wenn der auf einer ebenen Fläche steht, mit dem Kopf etwas höher, weil die Sitze ja natürlich nicht ganz flach liegen, sondern so leicht angeschrägt. Das heißt, du liegst mit dem Kopf ein bisschen hoch und das ganze Blut fließt halt ständig in die Beine. Wenn wir natürlich jetzt hier so abschüssig parken können, dann haben wir wirklich eine ebenerdige Linie zum Liegen und das ist wiederum sehr, sehr cool. Da bin ich auf jeden Fall echt happy, dass das hier der Fall ist. Wie gesagt, ich denke, ich werde vielleicht hier so auf einen von diesen Parkplätzen ausweichen. Die sind einfach noch etwas abschüssiger, aber das kann ich ja später dann immer noch gucken, an welchen ich mich jetzt genau stelle. Ansonsten Punkt Nummer zwei, ganz wichtig, es geht ja auch um den Verbrauch. Denn das Interessante ja zu wissen ist, wie viel verbraucht der Wagen über Nacht, wenn der Camp-Modus läuft, wenn die ganze Nacht die Belüftung läuft und wenn ich natürlich heute Abend noch ein bisschen Fernsehen gucken will oder sowas. Wir haben jetzt genau, Punkt, bald wir hier angekommen sind, noch 80% Akku. Das heißt, wir haben einen wunderbaren Wert, von dem wir jetzt ausgehen können, 80% und wissen, okay, jetzt können wir einfach runterrechnen und sehen, wie sieht es morgen früh aus und wie viel Akku verbrauchen wir. Ich würde schätzen, vom Gefühl her würde ich schätzen, dass wir morgen, wir können ja mal eine kurze kleine Wette abschließen, ihr könnt es ja mal in die Kommentare jetzt schreiben, bevor ihr das Ergebnis seht. Von der Schätzung her würde ich sagen, wir werden morgen ja, noch 65% haben. Ich denke, 15% Akku werden wir über Nacht wegsaugen, wenn die Heizung läuft, beziehungsweise die Lüftung läuft und wenn wir das Innenlicht anhaben, wenn wir den Monitor anhaben. Also ich denke, das ist schon realistisch, hier sind überall Mücken, schon realistisch, 15% zu verlieren. Aber schreibt es gerne in die Kommentare und das lösen wir dann natürlich auch dementsprechend auf, wenn die Nacht vorbei ist. Es ist mittlerweile 21.30 Uhr, die Sonne ist jetzt bald untergegangen, es wird langsam dunkel und ich denke, damit kommt jetzt eigentlich der interessante Teil, denn wir bereiten jetzt einmal die komplette Schlafkabine vor, gucken einfach mal, was müssen wir alles machen, um hier schönes, gemütliches Bett hinzuzaubern, ein schönes, gemütliches Schlafgefühl hinzuzaubern und vor allen Dingen auch, wie lebt man denn dann, wenn es so autark ist? Wie kommt man denn klar mit dem Platz und sowas alles? Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich habe es selbst noch nie gemacht. Ich gucke jetzt einfach mal spontan, wie wir anfangen.
Als erstes brauchen wir natürlich einige Utensilien, deswegen gehen wir hier einmal an den Frunk. Und da haben wir im Prinzip auch schon alles drin, was wir brauchen. Campingstuhl nein, Kabel nein, aber hier unten. Wir brauchen nämlich Sichtschutz. Da habe ich einmal hier von Teslabs den Sonnenschutz, beziehungsweise den man ja auch als Campingschutz wunderbar benutzen kann. Und der hier ist für die Heckscheibe. Und dann würde ich sagen, schnappe ich mir das Zeug erst einmal. Das legen wir schon mal ins Auto rein. Und ich zeige euch dann gleich, wie der Unterschied ist. So, das packen wir erstmal rein. Der ganze Kram hier, das ist noch meine Saunatasche und Handtücher und sowas. Alles natürlich Zeug. Das will man nicht im Auto haben nachts. Deswegen ab damit in den Frunk. So, rein da. Da stört es keinen. Das Wichtigste bei einem Campingausflug oder so einem Trip, wie ich ihn jetzt mache, in der Öffentlichkeit, also ohne dass ihr an einem Campingplatz steht, ist natürlich die Privatsphäre. Denn ich habe überhaupt keinen Bock drauf, dass ich heute Nacht hier penne und dann kommt irgendeiner und guckt mir ins Auto rein. Katastrophe. Vor allen Dingen, ihr habt ja die Heckscheiben generell getönt, die sind ja relativ dunkel beim Tesla. Aber wenn ihr innen, also wenn es außen dunkel ist und ihr macht innen Licht an, dann kann man es auch sehen, dann ist der Tönungseffekt gleich null. Deswegen kommen wir mal hier zum, okay, ein bisschen Licht, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Deswegen kommen wir mal hier zu diesem Set hier. Ich habe euch das ja schon mal gezeigt und zwar ist das das Sonnenschutz-Set von Teslabs. Die haben mir das zur Verfügung gestellt, schon Anfang des Sommers, um halt einfach so ein bisschen Sonnenschutz hier im Auto zu haben. Das Video dazu ist auch gerne für euch hier oben verlinkt. Aber diese Dinger haben noch eine andere interessante Funktion, denn die Sonnenschutzteile für die Seitenscheiben und auch für die hier vorne, also für die Windschutzscheibe und hinten für die Heckscheibe, die gibt es in einem Bundle und die sind halt komplett Licht undurchlässig. Die sind halt wirklich dunkel. Das heißt, ihr könnt die vor allen Dingen ideal zum Campen nutzen, um euch im Prinzip einmal komplett ringsherum zuzubauen, dass hier halt wirklich keiner mehr reinschauen kann. Ihr könntet sogar noch das Dach zubauen, also mit dem Dachsonnenschutz. Den habe ich jetzt aber nicht dabei, weil ich eigentlich gedacht habe, man kann ein bisschen die Sterne beobachten heute Nacht, aber ist halt leider nur wolkiger Himmel. Trotz allem, wie gesagt, habe ich diese Sonnenschutzteile dabei, die man halt wunderbar auch fürs Campen nutzen kann. Die gibt es, wie gesagt, in einem Set zu kaufen. Die könnt ihr für alle Fenster plus Heck plus Dach plus hinten. Also da gibt es alles Mögliche. Die sind alle Links für euch in der Videobeschreibung. Und mit Möwe 5 spart ihr auch nochmal 5% auf die ganze Bestellung. Ich kenne die Dinger ja im Prinzip. Die beiden hier sind für hinten. Die packe ich dann auch direkt schon mal nach hinten. Und hier diese etwas größeren sind halt für die vorderen Seitenfenster. Die könnt ihr einfach hier reinsetzen, andrücken. Und zack, es ist dicht. Fertig, aus. Kein großes Gefuddel, keine Saugnäpfe und nichts. Damit habt ihr die Fenster dicht. Und somit werde ich jetzt hier vorne alles zumachen. Hinten lasse ich erstmal noch auf, weil ich ja noch die Türen benutzen muss. Aber wenn hier vorne alles zu ist, wird es auf jeden Fall auch sehr gemütlich. Und natürlich kommt auch hier auf die Frontscheibe dann das Sonnenschutzset von Teslabs drauf. Jetzt wird es in der Kamera mal kurz dunkel, denn das Ding ist tatsächlich ganz schön groß. Ihr schiebt es einfach nur hier vorne rein. Über dem Spiegel hier oben könnt ihr es einmal mit Klett zumachen und es hält dann im Prinzip durch die Sonnenblenden. Ganz simpel, ganz easy. Und damit habt ihr die Windschutzscheibe abgedunkelt und es kann auch von vorne keiner mehr hier reinschauen. Das ist übrigens der Effekt, den ich gerade eben beschrieben habe. Ihr seht, die Ambientbeleuchtung innen drin ist an, also die Deckenleuchten sind an. Und ihr könnt jetzt hier einfach durchgucken, als wäre die Scheibe überhaupt nicht getönt. Und das ist natürlich dumm. Wenn ich jetzt da heute Nacht liege und schnarche, dann kann mir jeder dabei zugucken, wie ich schlafe. Das ist natürlich sehr unangenehm. Deswegen hier auch. Hier kann man ja perfekt reingucken. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Bevor es dann aber gleich ins Bettchen geht, der ganz große Vorteil, den ich natürlich habe, ich habe mir hier eine komplette Wasserversorgung mitgenommen. Ich stehe ja an keinem Campingplatz, deswegen gibt es ja eigentlich nichts. Aber mit so einem 5-Liter-Kanister, den könnt ihr perfekt hier auf die Rückleuchte stellen und habt dann halt echt einfach hier einen mobilen Wasserhahn. Supergeil! Das ist wirklich cool. Das feiere ich total.
Tja, und jetzt werde ich mich umziehen, fertig machen und dann geht's da rein. So, jetzt geht's ab ins Auto. Ich habe jetzt die Ambientbeleuchtung aktuell ausgeschaltet, weil ich nicht möchte, dass hier alles Mögliche an Getiers und Gekräusch und Gefleuch reinfliegt. Schuhe aus. So. Und Tür zu. So, ich sitze jetzt hier hinten im Auto drin. Auf meinem Bett werde jetzt hier noch die letzten Fenster verriegeln, mehr oder weniger, sodass halt hier wirklich niemand reinschauen kann. Genauso auch hier auf der Seite für die wirklich absolut maximale Privatsphäre, die man sich vorstellen kann. Tja, natürlich ist es mit dem Licht etwas dürftig jetzt hier drin, das ist klar. Aber ihr seht hier, Fenster ist dicht, das Fenster ist dicht, vorne ist komplett alles dicht. Ich habe die Windschutzscheibe zugemacht und die Seitenfenster zugemacht. Ich habe mich jetzt hier auch eingesperrt im Auto, also die Verriegelung ist aktiviert und der Camp-Modus ist aktiviert. Das heißt, wir haben jetzt eine konstante Frischluftversorgung hier im Auto. Den Hecksonnenschutz montiere ich gerade noch. Der ist anders als die Seitenfenster, denn hier sind tatsächlich nochmal extra Clips mit dabei, die den halt wirklich hier fixieren, sodass der auch nicht runterfallen kann. Ist definitiv sinnvoll, meiner Meinung nach, denn ja, es ist natürlich auch was mit Physik zu tun, ne? Die Heckscheibe ist im Prinzip ja schräg, der würde ja ständig runterfallen. Deswegen sind halt hier solche Clips dabei. Die werden hier oben einfach reingeklipst und dann hält das Ding auch. Tja, und damit wäre mein Schlafplatz aufgebaut. Mir fällt jetzt tatsächlich erst einmal auf, jetzt wo ich hier drin sitze, wie dunkel tatsächlich die Ambientbeleuchtung oder beziehungsweise die Deckenbeleuchtung doch hier ist. Also wirklich viel Licht geben die echt nicht ab. Das ist schon recht dunkel hier drin, finde ich. Es spiegelt sich natürlich jetzt auch alles hier oben im Dach, das ist klar. Und ja, wie fühle ich mich? Also natürlich ist es beengt. In einer gewissen Art und Weise, es ist auf jeden Fall beengt, das muss man ganz einfach sagen. Aber ich glaube, ich bin auch so müde. Also ich bin jetzt seit 4 Uhr heute Morgen wach und seit 6 auf der Arbeit, bin schon 200 Kilometer Zug gefahren und jetzt die insgesamt heute, die Strecke, das war ja auch doch einiges gewesen, die wir hier gefahren sind. Also ich glaube, da wird mich der Schlaf dann gleich einfach einholen. Im Hintergrund summt ein bisschen die Klimaanlage. Ich denke, ich werde die gleich auf 21 Grad erhöhen. Denn 20 läuft jetzt aktuell, das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu kühl. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, es ist auf jeden Fall mal was anderes. Es ist doch recht bequem hier, gemütlich im Auto auf jeden Fall. Ich merke richtig durch die Klima, wie hier eine frische Luft reinkommt. Also es ist auch nicht so, dass man morgen früh hier aufwacht und man sitzt hier und ist total in so einer ekligen Luft drin, sondern es ist wirklich sehr, sehr angenehm eigentlich. Und ich freue mich auf die Nacht. Ich denke, ich konnte euch heute eigentlich ganz eindrucksvoll mal vermitteln, wie jetzt hier so die Vorbereitungen gelaufen sind. Ihr habt das ja gestern auch im Video schon gesehen, wie es mit der Vorbereitung gelaufen ist. Und ja, ich werde heute Nacht hier auf der Testcamp-Matratze schlafen. Die habe ich ja gesponsert bekommen für diesen Trip, also nicht nur für diesen Trip, sondern generell. Und bin mal sehr gespannt, was die taugt. Wenn ihr irgendwas davon nachkaufen wollt, von den Produkten, die jetzt hier gezeigt worden sind oder auch im letzten Video, alle Links sind unten in der Videobeschreibung drin. Da könnt ihr einfach draufklicken und die euch dann organisieren. Auch hier die Matratze, da gibt es einen 5% Rabattcode für. Für die Sonnenschutz-Sachen gibt es einen 5% Rabattcode für. Also ihr könnt sogar bei allem noch mal ein bisschen sparen. Ich lege mich jetzt schlafen hier, wünsche eine angenehme Nacht und im nächsten Video werdet ihr dann sehen, wie die Nacht hier war, wie ich geschlafen habe, meine erste Nacht im Tesla Model Y auf der Testcamp-Matratze. Bleibt auf jeden Fall dabei, abonniert diesen Kanal, nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin und gute Nacht.